Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ganz spontanes Ding. Ich befinde mich gerade, wahrscheinlich ob ihr es erkennen könnt, im Office. Wir sind gerade viel am Machen wegen Fall Winter und auch die ganzen Kollektionen, die jetzt gerade kommen. Und ich bin gerade auf Ist das eine gute Idee? Ich weiß es gar nicht so genau, aber so wie es aussieht, werde ich mir jetzt Karten holen für das Vultures bzw. Kanye und $ Sign Listening Event in Paris. Das ist nämlich diesen Sonntag. Wir haben gerade Donnerstag und ja, ich denke, das mache ich. Hier könnt ihr sehen, das ist der Sitzplan. Das sind die Preise. Ist wirklich gottlos. Also dafür kann ich gefühlt einmal aufs ganze Rolling Loud gehen und habe 3 Tage Festival. Aber alles für den Content. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich mir diese Diamond-Tickets hole. Dann sitzt du halt hier unten oder halt eben die normalen, dann sitze ich hier oben, weil da sind auch gar nicht mehr so viele frei. Und eigentlich fürs Video wäre es schon geil, hier unten zu sitzen. Es gibt ja keine Stehplätze. Hier unten wird dann die Stage sein. Hier wird ja alles frei bleiben. Und deswegen wären hier unten die Plätze eigentlich schon relativ geil. Also, es wird ein ganz, ganz schnelles, spontanes Ding. Das hier ist der Vlog-Anfang. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich denke mal, ich werde es jetzt buchen. Also, wenn ihr das hier gerade seht, werde ich gebucht haben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da für diese Aktion. Einfach unten draufklicken, kostenlos, supportet mich. Ich mache das Ganze auch nur, weil ich weiß, dass Cardi die ganze Zeit mit Kanye unterwegs ist, auch in Italien und so weiter, wird, denke ich mal, auch da sein. Und deswegen legen wir los. Viel Spaß im Video. 3 Tage später. Plötzlich bist du dann in Paris. Wir haben gerade Sonntag, den 25.02. Heute Abend ist die Listening Party. Wir steppen jetzt gerade zu Alex und Johnny von Transvision. Treffen uns mit denen, wollten zusammen was essen gehen. Wir haben auch, glaube ich, schon irgendwie 16, 17 Uhr oder so, schon relativ spät. Wetter todesbeschissen. Ich war Real Talk noch nie mit gutem Wetter in Paris. Es ist immer scheiße. Und ich habe auch irgendwie. Nee, Paris und ich, wir sind irgendwie nicht so. Mal gucken, was heute so geht. Ich habe auf jeden Fall Todeshunger, deswegen muss jetzt gegessen werden. Leute, 20 Minuten später befinden wir uns jetzt in einem asiatischen Viertel hier in Paris. Die Jungs sind am Start. Seht ihr diesen wunderschönen Mann da vorne? Was ist das Problem? Schreibt gut. Was ist gerade die Mission? Wir wollen Ramen essen gehen und ich möchte Tonkotsu Ramen essen gehen und der Laden muss voll und gut aussehen. Der Junge hat Ansprüche. Wir sind hier an 20 Läden vorbeigelaufen. Liegt es irgendwie gut? Warst du hier schon mal, Alex? Wir haben hier Miso-Rahmen, noch nie im Leben gegessen, wird gleich probiert. Die Jungs haben auch noch Rahmen. Wir haben Rahmen. Chicken. Jetzt wird es reingezogen, Todeshunger. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also erstmal Miso-Rahmen, ich habe bis jetzt immer nur Tonkotsu gegessen. Also was ist immer nur, ich habe es einmal gegessen. Ich finde Tonkotsu auf jeden Fall geiler, aber ich gebe dem so eine. Ich spiele jetzt nicht so krass im Rahmen-Game, aber ich gebe ihm so eine 7. Hätte mir den Rahmen ein bisschen weg. Ganz lecker. Ich gebe den 8 von 10. Solide. Hatte keinen Rahmen. Wir steppen jetzt zum nächsten Laden und zwar zu einem Koreaner, den wir eben gesehen haben. Der hat nämlich Korean Fried Chicken, da habe ich extrem Bock drauf. Da hat vor allem Alex Bock drauf, denn Alex ist noch gar nicht satt. Wetter ist eh nicht gut, das heißt, es wird irgendwie gefühlt eine Foodtour, keine Ahnung. Wir haben jetzt mittlerweile 18 Uhr, wir müssen noch einmal langsam in die Konzerthalle bzw. Listening Party Halle. Wir sind angekommen bei Shikoya, heißt der Laden, sieht sehr, sehr schick aus. Alex ist schon drin, er kann es nicht abwarten. Ich kann es auch nicht abwarten, deswegen. Es schmeckt eigentlich nach nichts. Schmeckt nicht nach Blumen. Ja, gib mir so Kohlrabi-Vibes oder so. Mhm. Oh nee, Digga. Alex, ich sehe dein Chicken. Was sagst du zum Chicken? Ist alt. Das hat 16 Euro gekostet, by the way. Das ist schon heavy. 16 Euro? Bock gar nicht. Ist heiß? Oder kann man? Kann man essen. Ah. Okay. Okay. Wir sind jetzt wieder in der Hut von der Airbnb von Alex und Johnny. Wir müssen jetzt kurz hoch, müssen irgendwas abgeben oder irgendwas holen, ich weiß gerade nicht. Ja, wir steppen mal rein, mal gucken, was die Jungs hier gebucht haben. Ernstlich, was wir da gebucht haben. Also, wir haben halt geil hier, 5. Stock, bisschen Balkon. Warte. Das ist echt ein Balkon. Ja, wir haben hier einen Balkon. Oh, jetzt meine Jacke. Hannes, zeig mal die View, MTV Crib. Wow. Ja, aber mehr zeigen wir euch leider nicht, Leute. Ab geht's zur Arena. Let's go. Ihr könnt sehen, Verkehr ist am Start. Da vorne ist die Arena. Wir sind jetzt gut aufgestiegen, weil wir hatten hier, glaube ich, schon eine halbe Stunde. Wir steppen jetzt rüber. Wir haben auch, glaube ich, schon 20 Uhr. Ein Kollege, der schon drin ist, meint, es ist gerade relativ leer. Deswegen bin ich immer gespannt. Aber wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie reinkommen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Während wir jetzt hier den Eingang suchen, kann ich euch mal eine kurze Prediction geben. Ich sage, Cardi ist heute da. Der war zwar gestern in Bologna nicht dabei, war aber in Mailand dabei. Ich sag's so, wie es ist. Ich wäre sehr, sehr abgefuckt, wenn er nicht dabei wäre. Ich meine, ich habe fucking 200 Euro für dieses Ticket ausgegeben und ich will hier mindestens ein Playboy Cardi auf das Stage sehen. Ansonsten denke ich, die üblichen Quavo, Rich the Kid und so sind alle am Start. Aber Cardi muss heute hier sein. Wir haben es geschafft. Alex, Digga, also irgendwann, wir haben es geschafft. Wir sehen viele Menschen. Wir müssen mal gucken, wo wir sitzen. Wir haben Area P, relativ weit unten, relativ weit vorne. Das ist, by the way, die Arena, falls ihr es juckt. So
So sieht das ganze Ding hier aus. Sieht auf jeden Fall alles sehr fresh hier drin aus. Relativ modern, hier sind so richtig viele so kleine Buden, wo man irgendwas zu essen, zu trinken holen kann. Man kann hier einfach Playstation spielen. Wie random. Aber ist geil. Generell, doch, kann schon was. Vorne gibt's Burger und da ist by the way auch P, unsere Area. Und da gehe ich das rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze von innen aussehen wird. Jetzt wird hier eine Cola für gediegene 5 Euro reingezogen. Let's go. Allererster Blick in die Arena. Jetzt bin ich gespannt, Junge. Müssen wir da oder da? Ja. Hier. Das ist ein Blitzen, Junge. Kann. Guck, wie nah wir einfach dran sind. Geist. Hier ran. Ey, wo bist du? Links. Okay, ich komm. Easy, ich komm runter, ich komm runter. Meinung, Vultures. Ich hab gesagt 9 von 10, ich hab das Album tot gefeiert. Und ich bin jetzt gespannt, wie es live wird. Ich glaube, live kommt nochmal her. Deine Erwartungen heute? Ich erwarte dick viel, aber ich erwarte nicht mal eigentlich so viel, Bruder, weil er nicht mal ein Mikrofon aufgeht. Checkst du? Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, einfach irgendwie so. Einfach nur so viben, so den Sehen, ein bisschen Lachkick schieben. Also ich sag euch ehrlich, ich hab gar keine Vorstellungen, wie das jetzt hier ablaufen wird. Also natürlich habe ich Vorstellungen, ich jetzt bei den anderen Listening-Partys bin, aber ich kann es so für mein Bauchgefühl nicht so richtig einschätzen, wie das so wird, so wenn keiner richtig Rap, einfach nur Musik läuft und ich irgendwie da müssen einfach nur rumtanzen oder so. Aber ich bin todeshyped, ich habe unfassbar Bock, das ist sehr, sehr geil. Die View von unseren Plätzen ist eigentlich perfekt. Wir sind genau zentral in der Mitte. Hier nochmal Weitwinkel, die ganze Arena. So sieht der Lachs aus. Da kommt der Nebel, Junge, da kommt der Nebel. Das hält gleich ab. Die Jungs sind heiß. Komm, let's go. Ich sage, er kommt jetzt rein mit Karneval. Er kommt jetzt rein mit Karneval. Cross, cross. Go! Yeah.
Cardiff, hallo, wo ist Cardiff, hallo, hallo. Hol ihn ab, du sollst ihn abholen, geh ihn holen. Leute, gehen nach Hause. Das war's. Wir gehen jetzt auch hier raus. Dann gebe ich euch gleich noch ein ganz kurzes Feedback. Wir sind natürlich in Strömen, aber das einzige Gute ist, ich habe diese wunderschöne Regenjacke an, wo ich kurz Linie machen kann. Und ich werde nicht nass. Das ist das einzige Positive. Ansonsten steppen wir jetzt zum Hotel.
kurz mein Handy laden, Digga. Ich hab 1% oder so. Und dann treffen wir uns, glaube ich, mal mit Alex und so, gehen was essen, je nachdem, keine Ahnung. Wir haben auch, glaube ich, schon gerade 11:30 oder so. In 6 Stunden geht meine Bahn. Gucken, was der Abend noch so bringt. Da muss ich auch das Video noch schneiden. Das muss ja morgen online kommen, von mir aus gesehen. Also alles Chaos. Ich habe auch Todeskopfschmerzen. Aber jetzt erstmal Hotel, dann Feedback und dann schauen wir mal. Ist geschafft. Wir sind auf dem Hotel. Ich bin echt auf 2 HP gerade. Ich habe Todeskopfschmerzen. Mir ist irgendwie gar nicht so gut. Aber ihr bekommt noch ein Fazit. Ganz, ganz wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, erstmal ganz, ganz so zusammengefasst. Hat es sich gelohnt? Würde ich es nochmal machen? Nee, will ich nicht. Ticket hat 200 Euro gekostet. Die ganze Reise mit Hotel, mit Anfahrt, dies und das. Also ich habe hier echt einiges wieder an Geld ausgegeben. Trotz dessen keine Frage, es war cool. Es hat auch Spaß gemacht. Es war schon eine geile Erfahrung. Safe, safe, safe. Aber teilweise war es halt irgendwie ein bisschen weird, weil du hast halt gar keine Crowd-Interaction. Die Songs werden einfach abgehakt, abgehakt, abgehakt. Du guckst da irgendwem zu, der da einfach nur rumtanzt. Also eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es schon irgendwie ein bisschen weird. Trotz dessen war es auf jeden Fall cool. Keine Frage, hat Bock gemacht. Und vor allem am Ende hat Kani noch sehr, sehr viele alte Banger gespielt, was auf jeden Fall wichtig war. Die kamen sehr, sehr geil. Also am Ende wirklich, glaube ich, safe nochmal so 20 Minuten einfach nur OG Kanye-Songs gespielt, was sehr, sehr cool war. Kommen wir dann zum Biggest L. Das ist der gute Jordan Carter. Der war nämlich nicht da heute, was mich sehr traurig macht. Ich bin eigentlich gefühlt Real Talk nur für Cardi hingefahren. Also was heißt nur für Cardi, so safe auch für Kanye. Auch für Ty Dolla Sign etc. Das war sehr schade. Ansonsten war es cool. War eine coole Experience. Kann man safe mal machen. Aber trotzdem gehen auf jeden Fall Konzerte so, 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 so viel höher. Ich denke, das ist ein ganz gutes Fazit. Meine Bahn geht jetzt, glaube ich, in 5 Stunden oder so. Dann gehe ich nach Hause, dann wird in der Bahn das Video geschnitten. Das wird alles ein Chaos. Ich bin todes im Arsch. An der Stelle würde ich das Video auch beenden. Ich denke, viel mehr muss ich jetzt auch nicht filmen. Viel mehr geht jetzt auch nicht mehr unbedingt. Wir gehen jetzt gleich noch raus, aber das filme ich jetzt einfach nicht. Lasst gerne einen Daumen nach oben dafür, die Aktion, dass ich hier hingefahren bin. Schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu dem Ganzen. Lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein. Das ist aus Paris. Und ciao.